Raste doch aus. Puh. Das wäre jetzt echt knapp. So. Komm schon. Ja, ja, schickt ruhig mehr. Ich habe ja nichts zu tun heute. Haha. Deine Mutter, du Huhn. Was mit dir? Hui, 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 hui. Ah, die fressen auch wie Gummibärchen im Mund, ne? Ich dachte, das wäre der Letzte. Hat er gerade gelacht? Hat er mich ausgelacht, der Huhn? Komm noch her, komm noch her. Trau dich doch. Das ist echt der Letzte. Das ist echt... War das der Letzte? Nee, doch nicht. Ach, da sind die restlichen. Ach komm, die schaffen wir mit einer Granate aus dem Weg. Nein! Oh, Gott sei Dank. Es hora de rezar. Tenemos que irnos. Also, sie haben gesagt, die Glocke, ich muss hier gehorchen. Sie ist das Wahre. Irgendwie sowas. Korrigiert mich. Ach, Lord Zedler, das ist kein Spanisch. Also, wie gesagt, korrigiert mich. Mein Spanisch ist nicht so gut. Ich kann eigentlich nur Italienisch, aber. Da es beides sehr ähnlich ist, verstehe ich auch ein paar Brocken Spanisch. Bingo. Bingo. Oh Mann. Und erst jetzt fängt das Spiel richtig an. Hunnigan, I have some bad news. I've confirmed the body of an officer. Something's happened to the people here. Leon, you need to get out of there. Look for a tower and follow the trail near it. Got it. Woher weiß die das? Schnell noch meine Muni einsammeln. Lauf, kleiner Leon. Gar nicht dumm. Geistert um den Dr. Salvador rum. Ja, ja, ich weiß, ich kann nicht schreiben. Egal, auf jeden Fall, wir klauen uns erstmal alles, was hier noch rumliegt. Denn das brauchen wir. Unbedingt. Da oben blinkt noch was, habe ich gesehen. Och, hier drin ist auf einmal gar nicht mehr windig. Ach, hier hätten wir auch reingehen können, aber... Uncool. Ach ja, ist eine Holzkiste, super. Ja. Bah, hat wohl jemand seine Tage im... Bah, da hat echt jemand seine Tage im Bett. Bah, diese Schweine. Oh. Was? Ach,
Ich hasse das. Wieso stellen die leere Fässer da? Nur um mich zu ärgern. Ich schwör's euch, ich hasse das. Leere Fässer sind wie eine nackte Frau, die du nicht ficken darfst. Das ist genauso uncool. Nackte Frauen sind zum Ficken da. Ja, sind sie. This boobs are made for touching. That is what they do. One of these days, these boobs are gonna touch you. Oder sowas in der Art. Aha, da warst du. Nö, zurück. Ja, das Spiel ist schon krass, finde ich. Also, ist für die Zeiten gar nicht mal so schlecht. Und vor allem dieses RPD-Kostüm hier. Das sieht auch nett aus. Ui. Ich habe hier irgendwie mal gehört oder so, dass wenn man... Moment, hier ist noch Muni. Ja genau, die ist unter diesem scheiß Ding da versteckt. Man sieht die eigentlich kaum. Ich habe die mal aus Versehen gesehen, weil die am Blinken ist. Was soll ich... Ah genau, wenn man hier hochgeht, dann ist das super taktisch eigentlich. Und von hier aus kann man die einfach nur noch runtermessern. Einfach nur noch messern. Die fallen dann einfach runter. Und das ist natürlich sehr gut, weil dann muss man nicht mehr quasi, dann wird manchmal, also man ist nicht mehr erreichbar, sag ich mal, für die Gegner. Weil die versuchen dann die Treppe hochzuklettern, verstehe nicht, wieso die so Molotovs hochschmeißen, tun irgendwie nicht. Aus lauter Dummheit wahrscheinlich, keine Ahnung. Und das ist eigentlich eine coole Sache, weil man ist in Sicherheit so halbwegs. Ach ja, wenn ihr direkt hierhin lauft, dann ist da ein Dr. Salvador, der auf euch wartet. Gucken, vielleicht gibt es hier irgendwas, was ich noch nicht gesehen habe. Also wenn ihr zuerst hierhin lauft, direkt ist ein Dr. Salvador. Würde ich euch nicht raten, weil ihr habt dann nur eine Pistole und... Nur eine Pistole ist uncool. Ihr könnt euch ein bisschen vorstellen, wieso. Den kriegen wir mit einer Pistole nicht einfach so mal tot. Da fordert schon ein bisschen mehr. So, hier entlang sollten wir ja. Hat die Bitch uns ja befohlen. Frage ist, woher kennt die die Karte? Ja, ja. Ach ja. Hier können wir später die Ashley drin verstecken. Okay, da ist der erste Bauer. So, also ich gehe jetzt mal hier rein. Nee, warum nicht? Ach, was mach ich da? Ja, ja, ja. Und schon haben wir was Schönes gekriegt. Nee. Bäm. Was mit dir, hä? Sieh ich aus wie Stroh oder was? Also, ich würde die wirklich sehr oft kicken und messern, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Weil bei diesem Spiel ist manchmal wirklich Munitionsknappheit. Knappheit. Ist ja auch nur eine lustige Strategie. Versuchen rüberzukommen. Bam. Ich verstehe nicht, wieso sie es überhaupt versuchen. Ist Jux und Dollerei wahrscheinlich. Ja, 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 ihr liebt alle den Kerl. Oh. Komm mal her. Das haben die echt. Die lieben den, ne? Der hat den nix. Der hat den gar nicht geholfen. Der hat die zu willenlosen Sklaven gemacht. Ja? Die sich irgendwie in Dünger verwandeln, wenn sie sterben. Was hat sich damit eigentlich auf sich? Auf jeden Fall hier, wenn wir diese ganzen blauen Medaillen abknallen. Kriegen wir einen schönen Preis. Und zwar eine Pistole. Geschenkt. Und weil wir normalerweise nie was geschenkt kriegen, nehmen wir sie dankend an. Ja. Da ist unser Hund. Oh, und da ist ein Ei. Ei.
Was hier drin? Bah! Jauch! Ich glaube, ich hatte das erste Mal bei Resident Evil 4 das Wort Jauch überhaupt gehört. Aus Ausländer hört man ja nicht so oft diese Bauernwörter, sag ich mal. Ich meine, ich weiß jetzt auch... Jetzt weiß ich nicht mehr, was Jauch auf Rumänisch bedeutet, aber... Irgendwo habe ich mal gewusst. Ich meine, meine Oma hat auch einen Bauernhof gehabt. Jetzt ist das mehr oder weniger ein Landhaus draus geworden. Weil keine Sau mehr auf dem Bauernhof chillt. Bauernhof chillt. Obwohl doch, sie chillt, ist wieder da, aber... Sie ist ja auch irgendwie knapp 90. Sie hat ja nichts zu tun jetzt, außer auf dem Bauernhof zu chillen. Ja, komm schon, komm schon, komm schon, Michi. Oh. Bam. Ich hasse es mehr als einen Schuss auf diese Dinger zu verschwenden, ey. Hier unten war doch einer. Wie, ich bin schrecklich. Deine Mutter ist terrible. Da ist der Wichser. Ich hab ihn erstmal gar nicht gesehen. Hat der mich überhaupt gesehen? Der merkt nicht, dass sein Kollege hier unten umgelegt wird. Na, das nenne ich mal konzentriertes Arbeiten, ja? Jetzt mal ehrlich, wer schafft das sonst, so konzentriert zu arbeiten? Sein Kollege wird nebenan umgebracht und man merkt's nicht. Hey, das ist so eine coole Mütze an wie ich. Yeah. Sorry, Mann. Wollte ich nicht. Deine Mütze gefällt mir. Deine Mütze. Mütze. Ach, mein Deutsch ist irgendwie furchtbar. Das wird von Jahr zu Jahr schlimmer, ne? Ja. So, runter. Ich habe noch hinten ein paar Fässer übersehen. Was ich euch empfehlen würde, ist, wenn ihr Schätze findet, und das werden wir gleich, zeige ich euch mal einen kleinen Trick, den ihr wahrscheinlich schon selber rausgefunden habt. Denn ihr solltet die wirklich behalten, bis ihr die kombinieren könnt. Denn es bringt euch sehr viel mehr Kohle. Zum Beispiel dieses Bierstein. Das sieht dabei aus wie ein Bierkrug, aber okay. Ich will ja nicht meckern. Obwohl doch, ich will schon meckern. So, wir müssen gleich da entlang. Mal gucken, mal gucken. Hm. Ach, egal, schieß das von oben ab. Das kostet alles Zeit, wertvolle Zeit, die ich jetzt nicht so gern verschwenden will. Weil ich das noch ändern muss. Und? Na, es hat schon wieder gehangen. Ah, Gott. Na, was soll's. Also ich denke mal, wenn... Könnte es auch sein, dass es einfach nur so hängt, weil ein neuer Part anfängt. Ist mir auch gefallen, dass es meistens immer ist bei den... Wenn quasi Frapster seinen Part beendet hat und dann einen neuen draus macht, dass es dann hängt, aber... Trotzdem, das sollte eigentlich nicht sein. Ist vorher auch nie passiert. Also, das ist schon irgendwie kacke. Oh mein Gott, von der Seite erkennt das nicht, ne? Ach so, ja, nur von vorn. Von der Seite, das war zu dick von der Seite. Hat man nicht erkannt. Hätte ja der Tisch sein können. Ah, also ich werde das Spiel wahrscheinlich einfach ein bisschen leiser stellen, damit es nicht so sehr auffällt. Aber das fuckt bestimmt ab. Das glaube ich euch bestimmt. Das fuckt echt ab. Und auf jeden Fall... Hier ist es sehr lustig. Denn ich wusste gar nicht, was ist außer 3. Ja, und dann renne ich hier los. Ich renne und renne und renne. Dann kam natürlich die Sequenz. Oh. Und lustigerweise waren das die Schultertasten, die angezeigt wurden. Ich habe mir gedacht, oh, Schultertasten, schnell Schultertasten drücken. Oh Mann.
Dieses Spiel verarscht einen immer und immer wieder. Hier sind nur noch Fledermäuse, Junge. Oh, hier hätte ich die Sniper so gern gehabt. Aber übelst gern. Wow, das war gut, Mason. Mason, du alter Strecher. Hab ich Strecher gesagt? Komm schon. Kack doch einfach ab. Dein Kollegen einen Schuss geworden, für dich 100. Was ist das für eine Kacke? Wow. Egal. Wir holen uns erstmal die Schätzchen hier. Könnte auch eigentlich das Haus ganz übergehen, aber... Haus ist cool. Ich werde euch jetzt einen kleinen Trick zeigen. Schmeiß schon, schmeiß schon. Während dieser ganzen Aktion wie treten und so, könnt ihr nicht sterben. Oh, außer natürlich so ein Wichser kommt. Habt ihr gesehen? Von meiner Nase explodiert. Ich habe keinen einzigen Schadenspunkt abgekriegt. Ja, außer vom Kerl da mit dem Ding ist. Krass, oder? Also während dem Treten, Überspringen oder was auch immer, kriegt ihr kein bisschen Schaden. Ist wohl irgendwie... Oh, toll. Irgendwie so wahrscheinlich ein kleiner Fehler in der Programmierung oder so. Aber das ist genial. Und ich liebe es. Denn wenn ihr diesen Fehler kennt, dann kann euch jetzt quasi bei diesen Passagen kein Tod mehr passieren, weil ihr wisst, oh, ich trete den Kerl oder so und das Ding kann ruhig explodieren, es kann ruhig in die Luft gehen, es ist mir egal. So, okay, diese Scheunmaschine ist hier ein bisschen unnötig, da wir ja gleich am Ende des Kapitels sind. Anscheinend gibt es Leute, die bei diesen Dingern noch auf... Ich weiß nicht, wie kann man bei diesen Dingern reinfallen? Ich meine, man sieht die doch direkt. Vor allem, weil man schon eben Bekanntschaft damit gemacht hat. Keine Ahnung, passiert wohl anscheinend. Gold. Ja, ja, komm. Schieben. Komm schon, Leon, ich muss pissen. Ja, ich weiß, ich habe immer Probleme. Kacken und pissen und alles auf einmal. Tun wir vorher ein bisschen den Inventar aufräumen. Was zur Hölle, Mason? Mann, wir wollen weitersehen, was passiert. Das ganze Scheiße wird auch später machen. Ja, ich könnte schon, aber... Wo wäre dann der Spaß? Ah, ja, ja. Denke ich bestimmt, du, das ist jetzt super tolle Sache hier. Ich hasse das mit diesem Inventar. Ja, okay, ist schon nervig. Nervig manchmal, aber... Ich finde es super. So. Jetzt spann uns doch nicht auf die Folter, Mann. Sei nicht so ein scheiß Sadist. Ja, tut mir leid, ich bin gleich fertig. Nicht so sehr aufregen, Mann. Tut euch nicht gut. Wie kommt das überhaupt richtig hin? So anscheinend. Okay, dann tun wir... dich dahin. Ich sortiere immer nach Wichtigkeit, ja. Ups, falsche Taste. Ich finde schade, dass man... Wow, ich habe mich fast erschreckt. Ich finde schade, dass man nicht mehr im Menü mixen kann. So wie früher. So, und jetzt geht's weiter. Genießen. Hm.
Oh Mann. Die Charaktere sind einfach nur geil und charmant und die muss man lieben. Not like them? No. You? Okay. I have only one very important question. You got a smoke? Got gum. Hat er gerade gesabbert? Perfect. The big cheese. Das hohe Tier? Hat er nicht das hohe Käse gesagt? Der hohe Käse? Das sieht aus wie der Vater von meiner Freundin, ohne Scheiß. K.O. Und das war's. Bis dann, Vomhausen. Tschüss!